Bestes Wort, das Katar angegangen. 150 Gramm rohen Lachsgurke. Nicht selbst geräuchert, wie von Christian und Rainer spekuliert, sondern selbst gekauft. Der darf auch beim Würfelspiel mitmachen. So. Das stelle ich schon mal in die Karte, dass das jetzt nicht weiter irgendwie. Oh, jetzt müssen wir Frühlingszwiebel putzen. Das heißt, wir müssen jetzt einmal die Frühlingszwiebel aus dem Hochbeet holen. Wir brauchen eine. Ja, das finde ich schon schön, selber jetzt das Gemüse anbauen zu können. Ich finde es auch ganz wichtig, dass ich das ja, meinen Kindern zeigen kann, dass halt das Gemüse nicht fertig im Supermarkt immer liegt, sondern dass es irgendwo wachsen muss. Und genau, die kochen auch immer schon mit, dass die dann auch immer sehen, wie was klein geschnitten werden muss. Also probieren die schon immer mal viel. Und genau, dem macht auch Spaß und dann stehen wir dann mal zusammen in der Küche. Heute muss es allerdings ohne die kleinen Helfer gehen. Frühlingszwiebeln schneiden, Limette abreiben und anschließend auspressen. Was fabrizierst du da eigentlich? Jetzt mache ich hier die Soße, Honig mit der Hälfte des Limettensaft. So, einen halben Zylinder Honig. Rainers Lachs-Tatar mit Wurfbestach durch gerösteten Sesam. Kathi setzt auf Kresse als Spezialzutat im Essen. Alles wie vorübergehend, die Zwiebeln des Frühlings hinzufügen und den Lachs damit anmachen. Dann steht die zweite Mischung